Du bist bereit für den Frühjahrsputz. Oder willst etwas bei dir aussortieren und überflüssigen Kram loswerden? Dann schau dir dieses Video an, denn heute machen wir gemeinsam eine kleine Frühlingsminimalismus-Challenge mit insgesamt 14 Gegenständen, die du sofort entrümpeln kannst. Schön, dass du auf meinem Kanal gelandet bist. Mein Name ist Jasmin und ich bin Autorin. Seit mehr als 6 Jahren lebe ich nun minimalistisch. Deshalb kann ich dir sagen, dass Minimalismus eine riesen Erleichterung ist, wenn es um das Thema Ordnung und Aufräumen geht. Ich bin nämlich normalerweise überhaupt kein ordentlicher Mensch. Ganz im Gegenteil. Tatsächlich hat mir meine jahrelange minimalistische Lebensweise dabei geholfen, mein Aufräumproblem in den Griff zu bekommen. Heute sprechen wir über 14 Gegenstände in deinem Zuhause, wo sich vermutlich auch bei dir überflüssiger Kram angesammelt hat. Passend zum Frühjahr werden wir auch einige Bereiche besprechen, um die man sich typischerweise im Frühling kümmern sollte. Bevor wir jetzt jedoch gleich voll ins Thema einsteigen, abonniere bitte unbedingt noch meinen Kanal, um künftig nichts mehr zu verpassen. Jetzt aber direkt zum Thema, damit dein Zuhause wieder picobello und ordentlich ist. Viel Spaß! 1. Geschenkpapier. Im Dezember ist Geschenkpapier unerlässlich. Doch jetzt ist es an der Zeit, diesen Bereich in Ordnung zu bringen. Ich nehme dich heute mit in meine kleine Ecke der Schande. Dort lagere ich mein Geschenkpapier und meine Einkaufstüten. Besonders minimalistisch sieht es hier leider nicht aus. Zeit für eine Schlankheitskur. Geschenkpapierreste, die sehr klein sind, entsorge ich. Den Rest versuche ich etwas kompakter zu gestalten, um Stauraum zu gewinnen. Das Ergebnis seht ihr hier. Zwei, abgelaufene Medikamente. Winter ist Erkältungszeit. Das endet zum Glück mit dem Frühling. Zeit also, um abgelaufene Medikamente zu entsorgen und die eigenen Bestände zu überprüfen. 3. Garten, Terrasse oder Balkon. Vermutlich könnte man hier ohne Probleme ein eigenes Video drehen. Ich halte es trotzdem mal kurz. Wenn du einen Garten, einen Balkon oder eine Terrasse hast, dann juckt es dich vielleicht jetzt schon in den Fingern. Bevor du jetzt aber schöne neue Frühlingsblumen pflanzt, entferne abgestorbene Pflanzenteile und Unrat, der sich über den Winter angesammelt hat. 4. Gedöns und Kleinkram. Hat man eigentlich immer. Und gerade Kleinkram sammelt sich beinahe automatisch wieder an. Zumindest mir geht das so. Meinen Kleinkram lagere ich in kleinen Schachteln und Aufbewahrungsboxen. Aber es lohnt sich, den Kram zumindest einmal im Jahr durchzugehen und unnütze Dinge auszusortieren. Und das Frühjahr erscheint mir dafür eine ganz gute Zeit zu sein. Oder was meinst du? 5. Essig und Öl. Generell sollte man Lebensmittel ja immer wieder auf die Haltbarkeit überprüfen und in Ordnung halten. Aber ich muss zugeben, dass es einen Bereich in meiner Küche gibt, der ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Und das ist der Bereich mit Öl, Essig und Säften. Gerade bei Öl kaufe ich manchmal ausgefallene Sachen aus dem Supermarkt, die ich dann aber wieder vergesse oder überhaupt nicht benutzt habe. Vielleicht gibt es ja auch in deiner Küche einen Bereich, den du ein bisschen vernachlässigst. Dann lass uns das heute gemeinsam angehen. 6. Kleidung. Bevor der Sommer kommt, gehe ich schon mal meine Garderobe durch. Es gibt nämlich ein paar Sachen, die ich einfach nicht mehr trage. Die werde ich übrigens nicht aussortieren, sondern ich werde sie online zum Verkauf stellen. Plastikbehälter. Hast du Plastikbehälter ohne Deckel oder Deckel ohne Plastikbehälter? Dann lass uns jetzt Ordnung schaffen. Ich habe meinen Plastikkram schon vor einiger Zeit verschlankt und das war tatsächlich eine echte Erleichterung. Wir hatten nämlich das Problem, dass da Sachen rausgefallen sind, wenn wir die Schublade schließen wollten. Ein paar einsame Deckel habe ich jedoch immer noch. Also weg damit. 8. Handtücher. Ich persönlich mag ja alte Handtücher sehr gern, wenn die so richtig schön kratzig sind. Aber manche haben ihre besten Zeiten wirklich hinter sich. Wenn du auch solche Kandidaten hast, weg damit. Dann hast du auch wieder Platz für den Rest.
9. Reinigungsprodukte. Was ich tatsächlich auch nie mache, ist meine Putzmittel zu sichten. Und ich habe mittlerweile den Verdacht, da steht so einiges rum, was ich nicht benutze. Davon werde ich mich jetzt trennen. 10. Pflegeprodukte. Gerade nach Weihnachten hast du jetzt vielleicht einiges an Pflegeprodukten, das du überhaupt nicht benutzt. Denn Duschbäder und Parfums werden ja ganz gerne verschenkt. Leider brauchen sie auch echt viel Platz im Bad. Vielleicht kannst du ja das ein oder andere Stück aussortieren. 11. Ladekabel. Hast du eigentlich auch Ladekabel, von denen du gar nicht mehr weißt, für welches Gerät sie sind? Dann lass uns die gemeinsam entsorgen. Das macht ja sonst überhaupt keinen Sinn, oder? 12. Sportgeräte. Sportgeräte brauchen sehr viel Platz. Das ist auch in Ordnung, wenn du die regelmäßig benutzt. Aber oft hat man ja den Fall, dass die Motivation sehr schnell schwindet. Ich habe mich deshalb vor kurzem von meinem quietschenden Stepper getrennt und das war auch wirklich eine große Erleichterung. Außerdem haben wir noch eine Isomatte, die wir nie verwenden. Die darf jetzt auch gehen. Kinderkleidung. Der nächste Punkt betrifft dich nur, wenn du Nachwuchs hast. Falls nicht, dann kannst du jetzt gern zum nächsten Kapitel weiterklicken. Das Frühjahr ist ein super Zeitpunkt, um die Garderobe deines Nachwuchses zu checken. Zerrissene Kleidung darf gerne gehen. Ebenso mache ich es übrigens mit Strumpfhosen, Wäsche und Socken. Denn da ist es aus meiner Erfahrung extrem schwierig, die Sachen noch zu verkaufen. Man kann sie also maximal spenden. Auch bei Schuhen bin ich immer sehr skeptisch und gebe sie dann doch meistens zur Kleiderspende. Schöne Oberteile, Kleider, Hosen und Jacken kannst du noch versuchen zu verkaufen. Wobei ich persönlich hier die Erfahrung gemacht habe, dass sich das meistens nur für Markenklamotten lohnt. 14. Wäsche und Socken. Vielleicht haben sich ja auch bei dir löchrige Socken eingeschlichen. Oder welche ohne Partner. Oder hast du vielleicht Unterwäsche, die kaum mehr als solche erkennbar ist? Dann lohnt es sich, auch in diesem Bereich zu entrümpeln. Ich kaufe mir übrigens nur noch Socken im Mehrfachpack. Dann spare ich mir nämlich die ewige Sockensucherei nach dem richtigen Partner. Ich hoffe, diese Challenge hilft dir bei deinem Frühjahrsputz und spart dir auch künftig Arbeit. An dieser Stelle möchte ich mich übrigens auch nochmal für eure zahlreichen Kommentare bedanken. Ganz besonders bedanken möchte ich mich aber bei Abdullah Sultan 8275, der sich eigentlich fast immer die Zeit nimmt, meine Videos zu kommentieren. Ganz herzlichen Dank und viele Grüße an dieser Stelle und natürlich auch an alle anderen, die mir schreiben oder dieses Video gucken. Ich freue mich immer, von euch zu hören. Falls dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und natürlich auch, wenn ich dich beim nächsten Mal wiedersehe. Bis dahin alles Liebe, deine Jasmin.